Herzlich willkommen. Der Enterprise Mobility Summit steht wieder vor der Türe. Heute war das Partnertreffen bereits und der Summit wird am 28. und am 29. September in Frankfurt über die Bühne gehen. Ja, Stichwort Partnertreffen. Ich freue mich, dass ich einen Studiogast habe. Ich freue mich auf Regina Hoffmann von Virtual Solution. Frau Hoffmann, herzlich willkommen. Grüß Gott. Frau Hoffmann. Auf dem Partnertreffen gerade eben war ganz viel die Rede von dem Mobile Workspace. Was verstehen Sie denn da genau drunter? Unternehmen und auch Anwender wollen auf ihrem mobilen Endgerät immer mehr machen. Die Leute sind unterwegs, wollen von unterwegs nicht nur ihre E-Mails abrufen, sondern auch auf Dokumente zugreifen, diese Dokumente bearbeiten, mit den Kollegen zusammenarbeiten, wenn sie mobil unterwegs sind. Und das stellt natürlich Unternehmen vor neue Herausforderungen. Diese Anwendungen müssen sicher sein, die Kommunikation muss sicher sein. Die Daten müssen geschützt werden, aber auch die Daten müssen auf dem Mobilgerät sicher sein. Auf der anderen Seite will natürlich der Endanwender eine einfache App haben, die er auch aus dem privaten Umfeld gewohnt ist. Das muss einfach zu nutzen sein und der darf die Sicherheit dahinter eigentlich wirklich nicht wirklich merken. Und das stellt die Unternehmen vor Herausforderungen und das ist eine spannende Aufgabe, diese Herausforderung zu lösen. Ist auch eine spannende Aufgabe, denke ich, sowas auf dem Enterprise Mobility Summit dann mal darzustellen, in welcher Form dann auch immer. Welche Erwartungen haben Sie denn an die Veranstaltung? Ich freue mich auf Unternehmen zu treffen, die eben genau vor diesen Herausforderungen zu stehen und herauszufinden, wie haben sie die teilweise schon gelöst im Unternehmen, was sind deren Bedürfnisse und mit ihnen zu diskutieren, wie kann man die Herausforderungen lösen, was sind deren Anforderungen und wie stellen sie sich das in den nächsten 2, 5 bis 10 Jahren vor, wo wird die Reise hingehen. Sprich, man darf ganz spannende Themen dort erwarten in Frankfurt. Frau Hoffmann, ich danke Ihnen für die Einschätzung und für Ihr Statement. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, ich freue mich auf die Veranstaltung. Ja, liebe Zuseher, wir freuen uns alle auf die Veranstaltung und wir hoffen, dass Sie auch dabei sind am 28. und 29. September, wenn es wieder heißt, Türen auf für den Enterprise Mobility Summit. Danke, tschüss.